So, das letzte bisschen Gold noch. Na, dann wird er groß zu tun haben. So, holen wir uns mal die nächste Kompanie Kinder. Das waren alle Häuser hier. Mal ganz kurz gucken, wie viele Frauen haben wir denn? 10. Das heißt 10 Kinder. So, der nächste Schwertkämpfer ist fertig. Wenn ich 10 Schwertkämpfer habe, werde ich erstmal 10 Bogenschützen machen. Und dann werden wir erstmal das Dorf hier angreifen. Ich hoffe einfach mal, dass sie bis dahin peu à peu die Rüstung und alles eingelagert haben. Also sie müssen ja nur noch die Rüstung, Gold und Bier einlagern. Bögen sind leer und Waffenröcke sind auch leer. Werden die Schafe da oben leer oder kommt mir das nur so vor? Eisen wird hergestellt, gut. Tja, mein Pilzsammler macht nichts mehr. Das heißt, irgendwann werden die Leute wohl am Tempel oder am Hauptquartier beten müssen. Kann ich aber auch mitleben. So, bauen wir mal die Straße weiter. Bierbrauer. Hier rum. Hier hin. Überlappt zwar ein bisschen, aber ist egal. Dann hier hin zur Mühle. Ach ja, und von hier aus habe ich vergessen. So. Und. So. Damit dürfte unser einer Bauarbeiter wieder genug zu tun haben. Und unser Goldsammler hat jetzt dann das ganze Gold gesammelt. Das heißt, ich kann dich gleich zum Goldschmied wieder umswitchen. Bei Gold haben wir außerdem gerade keins mehr. Und natürlich lässt er den Goldnugget vor. Im Lagerhaus liegen.
Wobei Goldnugget immer noch falsch ist. Das ist eigentlich Golderz. Aber ja. Diskutieren wir nicht über, die Übersetzung. Wenn es lustig wäre, den einen Fitzel auslässt und lieber hier hinten die Straße erstmal baut. Okay, der erste Erwachsene. So, Schwertkämpfer. Schwertkämpfer 2 mit Bier ausrüsten. Jetzt muss nur noch Gold her und davon wird jetzt ordentlich produziert. Noch einer, der erwachsen ist. 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 Und noch einer. Irgendwann mal Zivilist. Ah, kommen wir dann neue Erwachsene dazu. So, Schwertkämpfer 2, Kaserne verlassen. Ja, ich denke mal, die Schmieden brauchen wir auch nicht mehr so schnell. Erstmal hier das Dorf loswerden und dann gucken wir, wie wir am ehesten ins Landesinnere kommen. Ich schätze mal hier oben rum. Du weißt, dass da oben Bäume sind. So, du bist auch noch erwachsen geworden. Gut. Du bist erfahren und kannst trainieren. Wow, du kannst aber gut trainiert werden. Du hast deine Dinger gemacht. Das heißt, fäll wieder Holz. Ja, Schuhe. So, du lieferst zurzeit nur Nahrung, weil Bier ist jetzt schon im Überfluss vorhanden. Naja, wir kriegen zurzeit auch irgendwie keinen Nahrungsüberfluss, wahrscheinlich weil ja, Tempel steht schon seit einer Weile leer. Wahrscheinlich weil ich die Bäckerei nicht nah genug ans Hauptlager gesetzt habe. Hätte sie vielleicht eher hier hinsetzen sollen, aber naja. Passiert ist passiert.
Ja, Gold kommt. Oder sich Goldnuggets von hier oben oder erst von hier unten? Das werden wir sehen. Er holt sie sich von hier oben. Okay. Ist ja auch kein Problem. Wichtig ist auf jeden Fall, dass alle unsere Leute versorgt sind. Gucken wir mal in die Statistiken, was Waren, was Nahrung sagt. Nahrung. Hatten wir hier mal kurzzeitig einen Einbruch, aber wir sind jetzt stabil. Wolle, ja, hat hier einmal kurz einen Sprung gemacht. Schon krass, wie lange wir schon wieder in der Mission sind. Also ja, über 5 Stunden auf jeden Fall. Aber unter 10. Ja, die Kriegsmissionen sind halt wirklich immer recht lang. Die anderen Missionen, so die friedlichen, sind etwas kürzer, weil man sich dann hauptsächlich auf die Basisproduktion beschränken muss und nicht oben auf, ja, Goldproduktion und so. Ich gebe ja auch zu, dass es jetzt nicht gerade so ist, dass wir super im Überfluss hier Produktion machen. Ich könnte bei der Nahrungsproduktion helfen, indem ich noch einen zweiten Bäcker irgendwo hinsetze. Mit seinem eigenen Brunnen. Hier oben hin zum Beispiel. Also nochmal ein Bäcker, ein Träger, ein Brunnen. Beim Mehl haben wir auch mehr als genug. Ihr könnt aber auch die Goldproduktion steigern, indem ich noch einen zweiten Goldschmied baue. Wobei die Produktion des Goldes selber jetzt nicht gerade das Problem ist. Es ist ja der Transport. Aber ja, kürzer kann ich den Transportweg gerade nicht machen. So, 3 Bogenschützen habe ich schon mal. Fehlen nur noch 7. Dann werden wir hier mal ein bisschen aufräumen gehen. Mal sehen, ob wir das die Aufnahmesession noch schaffen. Oder ob es erst nächste sein wird. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass ich das wenigstens in dieser Aufnahmesession noch schaffe. Das ist jetzt die zweite volle Aufnahmesession, die wir dabei sind. Da dürfen wir aber eigentlich noch nicht bei 5 Stunden sein. Oder ist das hier schon die dritte? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber eigentlich sollte es die zweite sein. Also wir haben die vorletzte Aufnahmesession die Hälfte der Zeit hier verbracht. Die letzte Aufnahmesession hier, das sind dann ja schon mal 2 Stunden und jetzt noch 1,5 Stunden. Würde eher hinkommen, als dass wir jetzt schon bald 5 Stunden hier dran werkeln. Oh, sie bringen Bier. Na, ihr seht, der Goldschmied, der kommt gut hinterher, was das Goldmachen angeht. Die beiden Jungs müssen es nur noch liefern. Dass die Goldmine leer steht, ist egal. Wir haben eh kein Gold mehr zum Abbauen. Ja, wie gesagt, zur Not produzieren wir halt billige Einheiten, also Einzeleinheiten. Wenn wir merken, dass wir mit unserer kleinen Armee
nicht zurechtkommen. Aber normalerweise 20 Schwertkämpfer, 11 Bogenschützen dürften kein Problem haben. Das letzte Mal hatten wir ja 25 Schwertkämpfer und 15 Bogenschützen. Oder 21 oder 26 Schwertkämpfer und 16 Bogenschützen. Irgendwas um Dreh rum.